Ich habe nämlich auch super viele neue Produkte oder Produkte, die ich noch gar nicht ausgetestet habe, die ich heute mit euch ausprobieren möchte. Bei mir passiert gerade auch super viel. Das ist so komisch für mich, das auszusprechen, weil ich das selber noch gar nicht richtig verarbeitet habe. Ich werde den jetzt mit euch zusammen das erste Mal testen. Da habe ich auch schon so krassen Respekt vor. Das ist immer so mein kleiner Geheimtipp bei Pickeln. Die Pinsel sind so unglaublich weich. Mittlerweile hat sich einfach so viel geändert, auch in meinem Leben. Und meine Lippenkombi, die ich wirklich auch jeden Tag benutze. Wunderschönen guten Morgen und welcome back. Ich bin gerade eben aufgestanden, wie man an meinem Gesicht noch erkennen kann. Ich bin noch total geschwollen. Meine Augenringe sieht man gerade auch noch etwas stärker als sonst. Ich habe das Gefühl, ich habe glaube nicht nur das Gefühl, es ist so. Ich habe schon ewig kein richtiges Redevideo mehr gemacht, euch in einem Video richtig geupdatet habe. Und deshalb werde ich das heute machen. Bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir wirklich, heute fühle ich mich einfach nicht. Aber ich habe mir schon seit Tagen vorgenommen, das Video heute zu drehen und deshalb werde ich das jetzt trotzdem machen. Ich habe nämlich auch super viele neue Produkte oder Produkte, die ich noch gar nicht ausgetestet habe, die ich heute mit euch ausprobieren möchte. Ich wollte dabei einfach so ein bisschen reden und euch sagen, was bei mir gerade so abgeht. Ihr könnt euch natürlich auch gerne parallel bei dem Video fertig machen und euch irgendwas zu trinken schnappen, so wie ich das gerade getan habe. Ich versuche nämlich auch direkt nach dem Aufstehen immer ziemlich viel zu trinken. Nala sitzt hier und schaut mich so erwartungsvoll an. Und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß mit dem Video. War gerade eben duschen und habe noch gar nichts auf mein Gesicht drauf gemacht. Das heißt, ich mache jetzt erstmal meine Skincare. Mir sind in den letzten Tagen super viele Produkte leer gegangen. Das heißt, ich muss die alle auch nachkaufen und werde das jetzt einfach mit den Produkten machen, die ich noch da habe. Als erstes benutze ich dieses Glow Deep Serum. Das ist von Beauty of Joseon. Eigentlich habe ich immer so ein beruhigendes grüner Tee-Serum benutzt, aber das ist jetzt gestern leer gegangen. Deshalb werde ich jetzt einfach das hier benutzen. Das benutze ich irgendwie viel seltener wie das andere, deswegen hat das auch jetzt viel länger gehalten. Und Leute, ganz wichtig, macht die Pipette nie direkt auf euer Gesicht. Da sind nämlich super viele Bakterien dran. Am besten ihr macht das einfach erst auf die Finger, verreibt es dann und gebt es dann auf euer Gesicht. Das ist einfach viel hygienischer. Meine Tagespflege ist auch leer gegangen, deshalb benutze ich jetzt die von meinem Freund, die wir noch im Schrank hatten. Das ist die von Linola. Habe ich auch noch nie benutzt. Deshalb, ja, wähle die jetzt einfach heute mal aus. Normalerweise benutze ich immer die von CeraVe und bin mit der auch richtig zufrieden. Ich denke, ich werde auch später direkt in die Apotheke gehen und mir eine neue Packung davon holen. Für heute ist es auf jeden Fall in Ordnung. Nicht mich jetzt ablecken. Nein! Nein, Maus, nein. Nein. Wer hätte es gedacht? Auch meine Sonnencreme ist gestern leer gegangen. Ich habe eigentlich immer die von La Roche-Posay benutzt. Fand die eigentlich auch ganz gut, aber vielleicht werde ich mir wieder eine andere kaufen und eine neue ausprobieren. Und für heute muss jetzt dieser Sunstick herhalten. Die empfehle ich aber auch immer wieder und allen meinen Freunden, weil ich die so gut finde. Das ist einfach so ein mattierender Sonnencreme-Stick und gerade im Sommer, wenn man draußen unterwegs ist, kann man den mega gut in seine Tasche werfen, sich immer mal wieder eincremen und dadurch wird man dann sogar auch nochmal abmattiert. Also richtig cool. Ist eins meiner liebsten Produkte. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was in meinem Leben gerade so ansteht. Bei mir passiert gerade auch super viel. Es gibt extrem viele Sachen, die ich noch gar nicht erzählt habe und zwar nirgends online erzählt habe und ich dachte mir, ich möchte das auch als erstes auf YouTube teilen, weil YouTube einfach meine Comfort-Plattform ist und ich hier viele Details und viele Dinge aus meinem Leben, die anstehen oder die so passieren, teile. Deshalb wollte ich das auch als allererstes hier ansprechen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ansprechen soll. Das ist so komisch für mich, das auszusprechen, weil ich das selber noch gar nicht richtig verarbeitet habe. Aber ich habe mich für ein Zusatzstudium beworben und wurde jetzt auch im Juli dafür angenommen. Das bedeutet, ich bin auf jeden Fall noch nicht fertig mit Studieren und das verlängert mein Studium dann nochmal um ungefähr ein Jahr, würde ich sagen. Ich hatte mir das wirklich schon lange überlegt und habe mich jetzt einfach dafür angemeldet, weil ich glaube, dass es für meine Zukunft auf jeden Fall gut ist, wenn ich das vorweisen kann. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, um was es hier geht. Also für alle, die es nicht wissen, ich studiere Gymnasiallehramt und meine Fächer sind Biologie und Englisch. Ich hatte vor ungefähr 1,5 Jahren ein Drittfach angemeldet und zwar Deutsch, weil ich ursprünglich, bevor ich angefangen habe zu studieren, unbedingt die Fächerkombination Biologie und Deutsch machen wollte. Das war aber an keiner Uni
Uni in Bayern auf jeden Fall möglich. Biologie war immer mein Lieblingsfach und da war mir schon immer klar, ich möchte unbedingt Biologie studieren. Und dadurch, dass dann Deutsch nicht in Kombination möglich war, habe ich mich für das kleinste Übel, nämlich Englisch, entschieden. Ich glaube, wir konnten uns noch für Physik, Mathe oder Chemie entscheiden und das sind alles Fächer, die mir einfach überhaupt nicht liegen und wo ich mir nicht hätte vorstellen können, die zu studieren. Deshalb dachte ich mir vor 1,5 Jahren, ich mache einfach noch ein Drittfach, was aber dann auch bedeutet hätte, dass ich ein Staatsexamen auch in diesem Fach noch zusätzlich ablegen muss. Dadurch, dass jetzt auch mein großes Examen für Bio und Englisch immer näher rückt, weiß ich halt auch, mit was für einem Stress das verbunden ist. Bin dann auch nochmal in mich gegangen und bin einfach zu dem Entschluss gekommen, dass ich das nicht nochmal erleben möchte und wahrscheinlich relativ froh bin, wenn dieses eine große Examen schon vorbei ist und ich vermutlich dann auch keinen Nerv dafür habe, nochmal so ein großes schriftliches Examen auf mich zu nehmen. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie das jetzt alles weitergehen soll und bin dann aus Zufall auf dieses Zusatzstudium gestoßen, nämlich Deutsch als Zweitsprache. Im Prinzip unterrichtet man dann auch Deutsch, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Das wird dann hauptsächlich angewendet, um Schülerinnen und Schülern Deutsch beizubringen. Und dafür brauche ich auch kein Examen. Dafür kriege ich dann am Ende einfach ein Zertifikat, wenn ich alle ECTS-Punkte dafür gesammelt habe. Ehrlich gesagt finde ich, ist das die perfekte Option für mich. Habe mich dann auch dafür entschieden, weil ich einfach der Meinung bin, dass es in super vielen Bereichen von Vorteil wäre. Zum einen könnte man dann immer noch sagen, man würde gerne im Ausland unterrichten wollen für eine bestimmte Zeit oder das eben auch an deutschen Schulen machen, so wie ich das auch selber schon gemacht habe, wo wir jetzt zu dem Punkt kommen, warum das so perfekt für mich geeignet ist. Ich habe nämlich 1,5 Jahre an einer Schule Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine unterrichtet und denen Deutsch beigebracht. Das habe ich ungefähr 1,5 Jahre neben meinem Studium gemacht. Es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht. Also versteht mich nicht falsch, ich finde, es war schon auch eine krasse Herausforderung, aber ich habe erst letztens die ich unterrichtet habe, wieder gesehen und das war irgendwie so ein schönes Gefühl zu sehen, wie die sich entwickelt haben und dass ich einfach ein Teil davon gewesen bin. Es war auf jeden Fall richtig, richtig schön, die wiederzusehen. Hat mich auch ein kleines bisschen stolz gemacht. Da habe ich dann auch gemerkt, dass es einfach das Richtige für mich ist und mir einfach weitere Türen öffnet, weshalb ich auch diese Anstrengung in Kauf nehmen möchte und das einfach durchziehen möchte. Ich denke einfach, das wird mir fürs weitere Leben extrem viel bringen. Ja, jetzt ist es raus. Ich werde einfach ein Zusatzstudium machen. Das ganze Organisatorische ist gerade auch am Laufen. Die Zulassung habe ich schon bekommen, aber ich muss mich jetzt nochmal bei der Studierendenkanzlei melden und einen Antrag auf Doppelstudium stellen. Das hört sich so crazy an, weil wenn ich an ein Doppelstudium denke, dann denke ich direkt an einen zweiten Bachelor oder an ein zweites volles Studium, was bei mir ja nicht der Fall sein wird. Ich benutze übrigens gerade wieder das Lash Bond Serum von Olaplex und versuche das wirklich jeden Morgen und Abend aufzutragen. Ich dokumentiere das auch fleißig. Falls sich da irgendwelche Veränderungen ergeben, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Auf jeden Fall sind es 30 weitere ECTS-Punkte, die ich machen muss. Also umgerechnet ungefähr ein Semester, wenn man dann alles in einem Semester belegen kann und es keine Überschneidungen gibt. Und das ist mir die Mühe auf jeden Fall wert. Bin auf jeden Fall schon richtig gespannt. Das macht das Ganze jetzt noch etwas aufregender für mich, weil ich eigentlich dachte, mein Studium ist jetzt so gut wie vorbei und jetzt verlängert es sich doch nochmal. Einerseits merke ich langsam, dass ich wirklich keine Motivation mehr habe, richtig zu studieren. Aber andererseits freue ich mich auch total, dass ich das dann doch noch ein bisschen länger genießen kann. Meine Beziehung zu meinem Studium ist irgendwie eine richtige Hassliebe. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch nachvollziehen kann, aber ja. Ich habe mir übrigens den Healthy Glow von Charlotte Tilbury gekauft und habe den noch gar nicht ausprobiert. Das heißt, ich werde den jetzt mit euch zusammen das erste Mal testen. Schaut mal, der ist einfach noch zu. Der ist auch unisex. Man soll dadurch einfach einen richtig schönen Glow bekommen. Und anscheinend passt es sich auch der Hautfarbe an. Deswegen bin ich jetzt gerade auch richtig gespannt. Ich kriege diese Folien immer nie ab. Muss es dann meistens immer mit meinen Zähnen machen. Schaut mal, der ist einfach so. Der hat einfach so einen richtig kühlen Grau-Unterton. Oh krass. Und wenn man den in den Händen verteilt, dann wird der so hautfarben. Ich gebe den jetzt einfach mal auf mein Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie man den am besten aufträgt, aber ich mache das jetzt einfach mit den Händen. Irgendwie
Riecht der Loki ein bisschen nach Sonnencreme. Also das Gefühl auf der Haut ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich glaube, der ist gerade im Urlaub auch richtig praktisch, weil der sich anfühlt wie eine Creme, aber einfach noch so ein bisschen Farbe mit drin hat. Und ich würde sagen, der hat sich auf jeden Fall richtig gut an meine Haut angepasst. Ich habe gerade auch ein paar Unreinheiten im Gesicht, weil ich jetzt erst meine Tage hatte, kriege ich dann immer ein paar Pickel im Gesicht. Werde ich auf jeden Fall noch zusätzlich abdecken müssen, weil die Deckkraft jetzt nicht so extrem hoch ist. Aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall mega zufrieden. Und man bekommt dadurch echt einen richtig schönen Glow. Ich benutze jetzt übrigens meinen Fit Me Concealer. Den benutze ich auch schon seit ich 15 bin oder so. Ich habe zwar auch schon andere Concealer ausprobiert, aber ich komme immer wieder auf den zurück. Bezüglich meinem anderen Studium, also meinem Hauptstudium, habe ich jetzt auch schon alle CTS-Punkte gesammelt. Das ist so krass, weil es am Ende wirklich ein richtiges Punktesammeln war. Und manchmal hatte ich Seminare, die mir meiner Meinung nach für mein Studium überhaupt nichts gebracht haben. Aber Hauptsache, ich habe dann diese Punkte verbucht bekommen. Schon sehr crazy, wenn man darüber nachdenkt, dass das jetzt einfach 260 ECTS-Punkte waren. 10 ECTS-Punkte fehlen mir tatsächlich noch für meine Zulassungsarbeit, aber die zähle ich da irgendwie nicht so richtig dazu. Muss ich mich aber auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Und dann steht ja eigentlich nur noch das große Examen für mich an. Das wird auch nochmal eine extrem stressige Phase in meinem Leben. Ich glaube, es sind dann um die 8 Prüfungen innerhalb von 2 Wochen, meine ich. Je nachdem, wie die Prüfungen eben verteilt werden. Aber das sind dann auch nicht so kurze Prüfungen wie während dem Studium, sondern das sind dann Prüfungen, die teilweise wirklich 5 Stunden gehen. Da habe ich auch schon so krassen Respekt vor. Ich weiß ja, ich habe diese Phase schon mal durchgemacht während meinem Abitur. Aber trotzdem ist es einfach absolut kein Vergleich vom Umfang her, den man lernen muss. Und das ist auch genau das, was mir so Angst macht. Aber es dauert ja alles noch ein bisschen. Deswegen wiege ich mich gerade noch in Sicherheit, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe noch Zeit und muss mich jetzt noch nicht so reinstressen. Um meine Pickel abzudecken, benutze ich immer diese Concealer-Creme von Catrice. Die ist schon Jahre alt. Ich habe die wirklich schon ewig und die ist jetzt auch bald leer. Die funktioniert aber richtig, richtig gut. Ich gebe da echt nur so ein kleines bisschen drüber und das nimmt die ganze Rötung immer weg. Das ist immer so mein kleiner Geheimtipp bei Pickeln. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, was einfach super wichtig ist, das weiß ich zwar schon länger, aber das muss ich mir immer, immer wieder in den Kopf rufen, dass ich das einfach nicht automatisch mache, ist, dass man sich nicht mit seinen Kommilitonen vergleichen sollte. Allgemein finde ich, sich zu vergleichen ist voll das schwierige Thema. Meiner Meinung nach führt es nämlich nie zu etwas Gutem. Es gibt natürlich auch bei mir an der Uni Leute, die sind schneller in ihrem Studium, die schreiben bessere Noten wie ich. Und dadurch, dass ich mich jetzt für diesen Weg mit dem Zusatzstudium entschieden habe, merke ich auch, dass total viele, mit denen ich ursprünglich angefangen hatte zu studieren, wahrscheinlich viel früher fertig sein werden wie ich und ich jetzt einfach nochmal länger brauchen werde. Das finde ich aber prinzipiell überhaupt nicht schlimm, weil wie gesagt, jeder macht alles in seinem Tempo und jeder macht das, was er für richtig hält. Ich kenne auch andere Studenten, die lassen sich extrem viel Zeit und auch das ist jedem selber überlassen, weil am Ende des Tages, glaube ich, verliert man nichts, nur weil man ein Semester früher fertig geworden ist. So sehe ich das auf jeden Fall. Ich sehe das Ganze jetzt als Chance, dass ich jetzt nochmal mehr Zeit habe, mein Studentenleben zu genießen und dass ich nochmal mehr Zeit habe, diese Freiheiten, die ich aktuell habe, zu genießen. Ich denke auch ehrlich gesagt, dass man noch lange genug im Arbeitsleben sein wird. Und dieses eine halbe Jahr oder dieses eine Jahr, das wird mir dann auch nicht fehlen. Für Contouring benutze ich immer diesen Contour Cream Stick. Der ist von Trended Up und war auch extrem im Hype auf TikTok. Und der war immer ausverkauft. Ich habe so oft nach dem geschaut und den nie gefunden. Und dann habe ich den nach einer Zeit einfach zufälligerweise gefunden und habe ihn direkt mitgenommen, weil der normalerweise bis heute immer noch ausverkauft ist. Aber wirklich auch zu Recht. Ich finde, der ist mega gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein richtig gutes Dupe zu dem Charlotte Tilbury Contour Wand ist. Deswegen, ja, kann ich den euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Ich habe hier übrigens meine ganzen neuen Pinsel von Zoeva. Ich liebe es einfach, mich mit diesen Pinseln zu schminken. Das macht meinen Tag immer so besonders. Und schaut mal bitte, wie schön diese Pinsel sind. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Die habe ich mir jetzt erst letztens gekauft. Da habe ich eine kleine Investition gemacht und mir was gegönnt. Ich finde, man muss sich nämlich auch mal was gönnen. Bin richtig, richtig happy mit denen. Die Pinsel sind so unglaublich weich. Ich muss mich da immer noch so ein bisschen reinfuchsen, welcher Pinsel für was gut ist. Aber ich denke, langsam habe ich auf jeden Fall schon mal einen Überblick. Ich finde es immer richtig krass, wie gut sich dieser Contour-Stick verblenden lässt. Vor allem, weil die Farbe ja schon etwas dunkler aussieht, obwohl ich die helle Farbe benutzt habe, lässt es sich trotzdem richtig gut einarbeiten. Ich glaube, ich habe jetzt auch genug über die Uni geredet. Was gerade sonst noch bei mir ansteht, ist auf jeden Fall mein Urlaub. Ich freue mich so sehr. Ich realisiere das immer noch nicht, dass es für mich jetzt schon in einer Woche
losgeht. Ich werde jetzt auch noch ein paar letzte Vorbereitungen dafür treffen, weil ich ja auch wirklich super lange weg bin. Gehe jetzt als erstes für eine Woche mit meinen zwei Schwestern nach Neapel. Das hat uns unsere große Schwester zu Weihnachten geschenkt, also richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr darauf. Vor allem, weil wir das auch schon ewig machen wollten. Jetzt ist es endlich soweit und wir fliegen einfach zusammen in den Urlaub. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird, weil wir auch schon länger nicht mehr zu dritt so viel Zeit miteinander verbracht haben. Meine große Schwester ist nämlich damals mit 17 ausgezogen. Da war ich 11 Jahre alt. Schon krass, wenn man so darüber nachdenkt, dass man so lange schon nicht mehr beieinander wohnt. Es ist ein total komisches Gefühl, weil das damals für ein Jahr Alltag war, sich immer zu sehen und man ist aufgestanden und es war immer jemand da und mittlerweile hat sich einfach so viel geändert, auch in meinem Leben. Es ist auf jeden Fall immer richtig spannend, wenn man dann wieder so viel Zeit miteinander verbringt, weil ich einfach weiß, ein paar Diskussionen werden auf jeden Fall schon vorprogrammiert sein. Ich würde nämlich sagen, wir sind auch alle sehr starke Charaktere. Ich glaube, ich bin sogar noch diejenige, die sich am meisten zurücknimmt. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich benutze übrigens diesen Highlighter auch als Blush. Ich habe den Highlighter in der Farbe Medium, aber ich weiß nicht, wie das bitte ein Highlighter sein soll, weil die Farbe, ich kann es euch ja mal kurz zeigen, aber es ist ja wirklich ein richtiger Rot-Braunton und ich sehe das einfach nicht als Highlighter, deswegen benutze ich den immer als Blush-Stick. Der ist dann auch nicht so matt, sondern hat dann ein paar Glitzerpartikel noch mit drin, aber ich mag das ehrlich gesagt total gerne. Okay, ich glaube, der ist jetzt auch mittlerweile bald leer. Also es kann mir doch keiner erzählen, dass das jemand als Highlighter benutzt. Ich entscheide jetzt einfach, dass das für meinen Hautton auf jeden Fall kein Highlighter ist, sondern ein Blush. Wir haben auch schon ein paar richtig coole Sachen geplant. Und wenn ich dann zurückkomme, geht es für mich direkt weiter. Ich glaube, ich bin maximal ein, zwei Tage zu Hause und muss in der Zeit dann wahrscheinlich auch super viel umpacken. Weil es geht dann für Robert und mich mit Nala für einen Monat nach Barcelona. Blöde ist aber, dass es sich tatsächlich mit meinem Semesterstart ein bisschen überschneidet. Ich glaube, ungefähr um eine Woche ist es jetzt auch nicht so tragisch. Weil in der ersten Uniwoche behandelt man meistens ja sowieso nicht so viel Unistoff in den Seminaren. Aber trotzdem, weil das jetzt für mich ein neuer Abschnitt ist und ich jetzt dieses Zusatzstudium nächstes Semester anfange, wäre ich trotzdem gerne bei den ersten Terminen da gewesen. Einfach, damit ich mehr Sicherheit bekomme und weiß, wie mein Semester abläuft. Der Urlaub wurde tatsächlich schon, bevor sich einige Dinge im Hintergrund geregelt haben, gebucht. Und jetzt überschneidet sich das Ganze leider ein bisschen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Und für den Urlaub würde ich auf jeden Fall mal die Uni ausfallen lassen. Ich gehe übrigens immer noch mit der Palette von Charlotte Tilbury über meinen Blush drüber. Das hier ist ein sehr ähnlicher Ton, nur in Puderform. Und dadurch habe ich das Gefühl, das Ganze hält einfach deutlich länger. Und schaut mal, Leute, was einfach passiert ist. Ich muss jetzt aufpassen, dass das nicht runterfällt, aber mein Highlighter von Rare Beauty ist einfach kaputt gegangen. Ich war nämlich super viel unterwegs in letzter Zeit und habe den immer so in meine Kosmetiktasche reingeschmissen. Ja, wahrscheinlich sollte man einfach ein bisschen mehr aufpassen, wenn man solche Sachen transportiert. Aber es ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich werde den trotzdem weiter benutzen und vielleicht bei meinem nächsten Produkt dann ein bisschen mehr aufpassen, weil es tut natürlich trotzdem weh. Schaut mal bitte, wie krass dieser Highlighter ist. Macht dann immer noch ein bisschen was auf meine Nase und geht dann auch nochmal zusätzlich in den Innenwinkel vom Auge rein. Ich liebe Highlighter an dieser Stelle einfach. Es sieht so gut aus. Ich finde, das lässt die Augen immer richtig leuchten. Aktuell benutze ich auch dieses Setting Spray von Charlotte Tilbury. Das ist jetzt auch schon fast leer, aber ich bin mega, mega zufrieden damit. Allein dieser Sprühapplikator ist so, bringt einfach die perfekte Menge an Produkt raus, ohne dass es fleckig wird oder so. Den habe ich auch meistens in meiner Tasche mit dabei, dass ich tagsüber noch mal ein bisschen Fixing Spray nachsprühen kann. Ich werde jetzt meine Augenbrauen ganz kurz off-cam machen, weil ich dabei irgendwie nicht reden kann. Das sind auf jeden Fall die zwei Produkte, die ich benutze. Einmal von Anastasia Beverly Hills, die Dip Brow Pomade. Die habe ich mir zum ersten Mal geholt und finde die eigentlich wirklich ganz gut, muss ich sagen. Und ich habe die in der Farbe Soft Brown. Und zum Fixieren benutze ich immer das Brow Freeze Gel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. I'm back. Meine Augenbrauen sind jetzt gemacht. Das heißt, ich werde jetzt nur noch meine Wimpern und meine Lippen schminken. Ich muss meine Wimpern immer biegen, weil ich sehr gerade Wimpern habe. Und man die irgendwie sonst nie richtig sieht. Das ist auch so eine Sache, die ich immer mache. Also auch wenn ich mich mal nicht schminke, dann biege ich trotzdem eigentlich immer meine Wimpern. Ich finde einfach, man sieht viel frischer aus, wenn die Wimpern gebogen sind. Und noch einen kleinen Tipp von mir. Ich benutze immer einen nudefarbenen Kajal für meine Wasserlinie, damit mein Auge nochmal optisch ein bisschen größer aussieht. Ich finde einfach, das lässt einen direkt freundlicher aussehen. Also hier habe ich den Kajal jetzt aufgetragen und hier noch nicht. Ich liebe einfach den Effekt davon. Und komischerweise tränt mein Auge bei dem hier auch absolut gar nicht. Normalerweise fangen meine Augen nämlich immer an zu tränen, wenn ich Kajal benutze. Der ist jetzt von Manhattan,
aber auch schon etwas älter. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man den so noch finden kann. Und als Mascara benutze ich auch schon seit Jahren diese hier. Ich glaube, jeder, der sie schminkt, kennt die auch. Die hieß früher Glamour Doll und jetzt heißt sie Glam and Doll. Die ist von Catrice und hat auf jeden Fall so ein richtig kleines Bürstchen. Dadurch kriegt es einfach meine Wimpern richtig gut und ich muss auch einfach eine wasserfeste Mascara benutzen, weil ich eben so gerade Wimpern habe. Wenn ich meine Wimpern nämlich mit ganz normaler Mascara tusche, dann gehen die nach ein paar Minuten direkt wieder nach unten. Wasserfeste Mascara hält einfach meine Wimpern viel besser nach oben. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals eine andere Mascara benutzen werde wie diese. Ich komme mit der einfach so gut klar. Ich habe aber auch schon oft gehört, dass viele die überhaupt nicht mögen. Das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen, weil es einfach meine Lieblingswimperntusche ist. Und meine Lippenkombi, die ich wirklich auch jeden Tag benutze, besteht aus diesen drei Produkten hier. Einmal benutze ich den Lip Liner von Manhattan in der Farbe 94F. Ich glaube, den kennt auch so gut wie jeder. Manchmal benutze ich auch den 59G. Ich glaube tatsächlich, dass der 94F noch mal ein bisschen bräunlicher ist vom Unterton her. Dann benutze ich immer den Lippenstift von MAC in der Farbe Velvet Teddy. Ich liebe diese Farbe einfach, wobei ich auch gehört habe, dass sie das Sortiment erneuert haben und dadurch die Farbe jetzt auch nicht mehr genauso aussieht wie früher. Und ich habe eben immer noch meinen alten von früher. Deshalb mal schauen, da ist jetzt auch nicht mehr so viel drin. Und ich wäre echt ein bisschen traurig, wenn ich so eine ähnliche Farbe auf jeden Fall nicht mehr finden würde, weil ich benutze den wirklich fast jeden Tag. Und wenn ich etwas mehr Lust auf shiny Lippen habe, dann benutze ich immer das Lip Oil von Rare Beauty in der Farbe Honesty. Die Farbe hat auch eher so einen bräunlichen Unterton, aber ich mag das total gerne. Und das ist meine Lippenkombi. Die benutze ich wirklich fast jeden Tag. Ich habe mich jetzt fertig geschminkt und jetzt werde ich noch ganz schnell meine Haare machen. Ich habe ja vorhin geduscht. Das heißt, meine Haare sind noch immer ein bisschen nass. Ich glaube, ich muss mich jetzt auch wirklich mal ein bisschen beeilen. Wir haben nämlich schon 11.20 Uhr und ich treffe mich gleich mit einer Freundin in der Stadt, um noch die letzten Einkäufe für den Urlaub zu besorgen. Deswegen werde ich mir heute auch keine Locken machen, sondern meine Haare einfach nur glatt föhnen, glaube ich. Weil ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit. Ganz wichtig, Leute, benutzt immer Hitzeschutz. Ich benutze das von Langhaarmädchen, weil ich den Geruch total gerne mag. Bin auch richtig zufrieden damit. Ich glaube, das ist jetzt schon meine dritte oder vierte Flasche davon. Auf jeden Fall wollen wir ja nicht, dass die Hitze unseren Haaren schadet. Ich gebe jetzt noch ein bisschen von der Wow Styling Cream in meine Haare. Es reduziert, by the way, den Frizz ein bisschen. Und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich muss mich jetzt ganz schnell umziehen. Ich muss mich nämlich wirklich beeilen. Das ist auf jeden Fall mein fertiger Look für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert gerne auch meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüssi!